Lars Pape hat verraten, wie Jonas' Schicksalsschlag die Beziehung zwischen Michi und Maren in der Serie Gute Zeiten, schlechte Zeiten verändern wird. Ein aufregendes Jahr liegt in der Serie Gute Zeiten, schlechte Zeiten hinter Michi Bode. Auf die Blitzhochzeit mit Nicole, Laura Lippmann, folgte die schnelle Trennung und die Beziehung mit Maren, Eva Mona Rodekirchen. In einem Interview mit RTL hat Schauspieler Lars Pape, 52, verraten, wie es mit seiner Rolle weitergeht. GZSZ, die Nicole-Geschichte war für Lars Pape anstrengend. Im offiziellen GZSZ-Podcast spricht Lars Pape außerdem über die Beziehung zwischen Michi und Nicole. Tatsächlich ist es so, dass die Geschichte um Michi und Nicole wahnsinnig fordernd und intensiv war. Es war total toll, mit Laura Lippmann zu spielen. Aber ich war durch, als unsere Geschichte durch war, so der Schauspieler. Natürlich sei er nicht froh darüber gewesen, dass seine Kollegin das Ensemble wieder verließ. Doch ich war froh, dass diese Achterbahnfahrt für Michi auch wieder ein Ende hatte. Ich musste erst mal durchatmen. Das war so eine emotionale Achterbahnfahrt. Weil wir nicht chronologisch drehen, haben wir manchmal an einem Tag alles gespielt, was die emotionale Welt hergibt, von sich anschreien über sich lieben bis zum Heiraten. Gerade in der letzten Phase sei es hoch hergegangen. Ich war froh, als es vorbei war, um mal wieder durchzuatmen, sagt Pape. Jetzt ist Michi mit Maren zusammen, der es wie ihrem Sohn Jonas, Felix van Deventer, aktuell noch schwer fällt, dessen Querschnittslähmung und die Veränderungen, die mit der neuen Situation einhergehen, komplett zu fassen. GZSZ, Jonas' Schicksalsschlag bringt Maren und Michi näher zusammen. Ob das Michi und Maren näher bringen wird, verrät Pape im RTL-Interview. Pape, ich denke, dass das furchtbare Schicksal von Jonas die beiden auf jeden Fall noch mehr zusammenschweißt. Die neue Situation durch das Leben im Rollstuhl stellt die gesamte Familie, inklusive Michi, vor enorme Herausforderungen, organisatorisch wie auch mental, und die wollen gemeistert werden. In schwierigen Zeiten zeigt sich auch immer erst, auf wen man sich wirklich verlassen kann, und Maren kann sich auf Michi verlassen. Die beiden sind einfach ein gutes Team.